Ja, Dresden war eine wunderbare Stadt. Ihr könnt es mir glauben und ihr müsst es mir glauben. Keiner von euch, und wenn sein Vater noch so reich wäre, kann mit der Eisenbahn hinfahren, um nachzusehen, ob ich recht habe. Denn die Stadt Dresden gibt es nicht mehr. Sie ist bis auf einige Reste vom Erdboden verschwunden. In einer einzigen Nacht und mit einer einzigen Handbewegung weggewischt. So hat uns Kindern Erich Kästner beigebracht, was das heißt, seine Stadt zu verlieren, durch Bomben und durch Flucht. Vor 10 Jahren war ich zum ersten Mal in Dresden, zu Filmaufnahmen. Auf Schritt und Tritt wurden wir bewacht von einer Stasi-Dame. Kein einziges Privatgespräch war möglich. Wir gingen wie in Käfigwänden. Da war Dresden für mich ein zweites Mal gestorben. Jetzt erlebe ich die Stadt in einer neuen Gegenwart und sehe sie mit ganz neuen Augen. Und ich bin reicher geworden. Ich habe neue Freunde gewonnen und mir ist eine neue Himmelsrichtung zugewachsen. Nein, diese Stadt ist nicht vom Erdboden verschwunden. Sie ist da, aufregend da, trotz ihrer Wunden wunderbar. Haben Denkmäler und Kirchen, hat festliche Architektur einen Sinn? Ja, für die Dresdner waren es Überlebenszeichen. Identität mit ihrer Stadt, Bürgerstolz und ein energisches Festhalten am Rang einer Kulturstadt. Was die sächsische Denkmalpflege in schlimmsten Zeiten aus dem Bombenschutt gerettet und erneuert hat, Hofkirche, Schloss, Elbbrücke, Brühlsche Terrasse, Zwinger und Semperoper, das ist schönster europäischer Städtebau. Keine andere deutsche Stadt ist so grandios an einen Fluss herangebaut. Herder hatte recht mit seinem Elbflorenz. Nur Italien hat vergleichbar solch hinreißende Stadtbaukunst am Wasser. Nur das Herzstück fehlt bisher, die beherrschende plastische Kraft der Kuppel der Frauenkirche, können wir Jüngeren nur noch aus den alten Fotografien erahnen. Die schönste Kuppel des alten Europa, nun soll sie wieder auferstehen, 1,5 Jahre nach ihrer friedlichen Revolution und 46 Jahre nach dem tödlichen Bombenangriff haben die Dresdner für den Wiederaufbau des Symbols ihrer geschundenen, demolierten Stadt entschieden. Auch den jüngeren Generationen, die den Krieg nicht mehr erlebt haben, ist bewusst, dass es hier um Substanz geht, ihrer Stadt, um neue Hoffnung und ein neues Selbstbewusstsein, um einen neuen Anfang. Wie wunderbar sensibel das alte Dresden sich zwischen die Schleifen der Elbe gelegt hatte und die große Kuppel markierte wie eine Radnabe die Mitte dieser Stadt. Wird mit dieser Weichenstellung jetzt das alte Dresden wieder erstehen? Mit seinen filigranen Straßennetz, den festlichen Plätzen um die alten Kirchen herum? Die Schokoladenseite Dresdens vorn an der Elbe ist ja nur eine hauchdünne Kulisse, was dahinter liegt. Die alte Bürgerstadt Dresden, die ist hinweggewischt, vom Erdboden verschwunden. Was die Royal Air Force nicht schaffte, hat man nach dem Kriege weggesprengt. Tabula rasa, Platz für eine neue Stadt. Es gibt viel Misslungenes in den letzten 50 Jahren, im Westen wie im Osten. Aber der Dresdner Wiederaufbau ist leider eine Ausgeburt an Irrtümern. Es friert einen. Man kommt sich verloren vor, wenn man zu Fuß über die überbreiten neuen Schneisen gehen muss. Mal wurden alte Straßen um das Dreifache verbreitert. Der Altstadtring, der einmal aus 2 eleganten Straßen mit einer Mittelbebauung bestand, der ist zu einem Monster aufgeweitet, eine Straßenwüste von 190 Metern Breite. Die Bauten auf der anderen Seite liegen unerreichbar. Hier ist jede Räumlichkeit zerstört, jedes Kontinuum, jeder menschliche Maßstab. Man fasst es einfach nicht, wenn man dann auf alten Bildern an diesen Wüstenstellen hinreißend geformte Straßen und Plätze sieht mit eleganten Geschäften, Restaurants, Theatern, Kinos, Vergnügungslokalen, quirliges, urbanes Leben. Die zweite Zerstörung Dresdens, genauso gründlich wie die Bomben.
Das hier ist der Albtraum Prager Straße. Vor dem Krieg eine der elegantesten Kaufstraßen ganz Europas, ist sie heute ein muffiges, plumpes Monument für den spießbürgerlichen Größenwahn des DDR-Regimes. Es gibt Pläne, wo die Grundrisse des alten Dresden und die der Neubauten übereinander gezeichnet sind. Ich habe nie Eindrucksvolleres gesehen als dieses krasse Auseinanderklaffen von Lebendigkeit und Monotonie auf der gleichen Fläche. Der alte Stadtplan, ein dichtes Beieinander, Vielfalt, eine lebendige Abfolge von Gassen, Straßen und Plätzen, ein enges Nutzungsgefüge von Bebauung und öffentlichen Räumen, darüber die kolossale Einfalt weniger gigantischer Container mit einer Einfallslosigkeit verteilt wie Streichholzschachteln. Der einzige Clou ist ein Rundkino, wohl in Erinnerung an einen einstigen Rondellplatz direkt daneben. Dichte und beziehungslose Zwischenräume, Maßstab und Maßstabslosigkeit. Wie bringt man diese beiden Welten zueinander? Es gibt die berechtigte Hoffnung, dass die wackeligen Großplattenbauten der alten DDR nicht mehr als 20 oder 30 Jahre überstehen. Die Reparaturen werden dann so teuer sein, dass man von vorne wieder anfangen könnte. Eine neue Stadt. Guter Städtebau, das war durch die Jahrtausende nichts anderes als die Kunst der glücklichen Mischung. Stabiles, pulsierendes Leben durch Vernetzung von feinsten Strukturen. Aber das monströse, barbarische Zentrumkaufhaus mit dem Beulenpanzer hat soeben Karstadt übernommen. Die Farbe hat gewechselt, aber die riesigen Monostrukturen sind geblieben. Käufer, die Deutsche Bank. Wird die je zustimmen, den schönen alten Dreiecksplatz der ehemaligen Trompetenstraße wieder zum Leben zu erwecken? Neben dem Monsterkaufhaus hausen die Banken einstweilen in abgestellten Baucontainern zwischen fliegenden Teppichhändlern und Jahrmarktbuden. Der Westen hat der Prager Straße den letzten Rest gegeben. Das Chaos auf der Prager Straße illustriert vielleicht am besten den Krisenzustand in der Planung der Stadt. Im Rathaus geben sich die Goldgräber die Klinke in die Hand. Ich könnte jeden Tag ein Einkaufszentrum genehmigen. 3 bis 5 Investoren wollen auf eine Fläche, klagt der neue Dresdner Oberbürgermeister. Im nördlichen Teil der Prager Straße ist man über die Fundamente nicht hinausgekommen. Die Bauten wurden nach der Wende gestoppt. Nun schlagen sich 5 Großinvestoren für Kaufhäuser um diese Flächen. Bei diesem wahnsinnigen Run treiben sie die Bodenpreise an dieser Ecke in astronomische Höhen hinauf. Zwischen 8.000 und 20.000 Mark werden bereits für den Quadratmeter geboten. Die Stadt sieht ohnmächtig zu, aber wie soll da noch gesunde Planung, behutsame Planung möglich werden? Seid ihr wahnsinnig, sagen Städteplaner aus dem Westen. Lasst diese Häufung von Kaufhäusern nicht zu. Verteilt diese Funktionen auf verschiedene Stadtviertel. Ihr braucht überall in der Stadt Belebung, nur nicht hier. Da gibt es Verkehrskollaps unweigerlich. Den kriegt ihr nie wieder in den Griff. Und sie warnen, die Stunde Null, sie kommt nur einmal. Ihr stellt jetzt die Weichen für alle Zukunft. Aber die Zeit ist denkbar schlecht zum Nachdenken. Die Politiker drängen, sie brauchen sichtbare Erfolge. Investoren haben Vorfahrt, heißt die Parole. Schnell und unbürokratisch solle entschieden werden. Die Baukräne müssen sich drehen. Nein, sagen die großen Fachleute aus dem Westen, die zu hochkarätigen Architektenworkshops von der Dresdner Bank und von Hebelbeton eingeladen werden. Nein, das neue Gesamtkunstwerk Dresden braucht erst eine Gesamtkonzeption, einen Rahmenplan. Erst ein baukulturelles Leitbild erarbeiten, mit der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit. Dann Zeit für sorgfältige Planung nehmen. Dann über das Unwiederbringliche erst verfügen, den Stadtraum. Und vor allem den Entwicklungsdruck auf die Altstadt reduzieren und auf angrenzende Stadtteile umlenken. Das alles raten sie der Stadt.
Aber auch die Dresdner Bank als potentester neuer Bauherr der Stadt, sie will natürlich an das allerfeinste Filetstück mitten zwischen Altmarkt und Prager Straße, direkt neben die Kreuzkirche. Das hatte schon ein Münchner Großinvestor in der Hand und einen 0815-Plan dazu. Die Bank hatte es ihm in der letzten Minute abgekauft und wenigstens einen großzügigen Ideenwettbewerb ausgeschrieben. Auch der historische Altmarkt ist seit dem Wiederaufbau ein uferloses Monster, kein Platz, eher eine Leere. Und die endlose Thälmannstraße davor ist eine Aufmarschachse im Mussolini-Format. Wie kriegt man diese Stadt wieder klein? Dresden hat Hunger nach Gassen und nach intimen Plätzen. Der erste Preisträger versuchte denn auch, die Thälmannstraße durch Einbauten und durch Baumreihen optisch zu halbieren. Und die riesige Baumasse, die ihm vorgegeben war, Hotel, Läden, Büros, Restaurants, Cafés, eine Mehrzweckhalle, Tiefgaragen und nicht zu vergessen natürlich die Dresdner Bank, auf mehrere Gebäude zu verteilen, die durch enge Gassen verbunden sind. Was den Dresdnern nur gar nicht schmeckt, das ist die riesige Glashülle darüber, die das Ganze zu einem utopischen Raumschiff à la Centre Pompidou verfremdet. Auftraggeber und Jury versuchen noch immer den Planern, das auszureden. Aber schon wieder ein neuer Koloss in der Stadt. Schon wieder eine gigantische Fläche in einer einzigen Hand. Vor der Bombennacht standen 80 Privathäuser auf dieser Fläche. Im Moment haben aber nur die Großen das Sagen. Das kann in dieser historischen Situation, wo alle gleiche Startbedingungen haben müssten, nicht richtig sein. Auch der Dresdner Bürger muss sich realisieren können. Und deshalb raten kritische Planer der Stadt zu einer feinkörnigen Struktur, zu Parzellen von 12 bis 20 Metern Breite in der Altstadt. Denn das Bürgertum war immer das Salz in der Suppe. Es hat die Städte geprägt. Der Mittelstand bringt Vielfalt und Individualität, nicht die gigantischen Konzerne. Der dritte Preis wäre den Dresdnern lieber. Der große Block ist hier geteilt durch ein Gassenkreuz und eine glasgedeckte Passage. Und vor der Kreuzkirche bleibt ein kleiner Platz wenigstens frei für Festlichkeiten. Aber auch dieser Entwurf zeigt noch einmal das ganze Ungetüm an Baumasse. 450 Millionen Mark darf dieser Superjumbo kosten. Eine unglaubliche Summe. Wie viele Wohnhäuser drüben in der barocken Neustadt, die zurzeit leer stehen, weil die Dächer seit Jahren undicht sind, könnte man damit reparieren. Der Erhalt dieser Hunderte von Altbauten brächte dem Gesamtkunstwerk Dresden wesentlich mehr als der postmoderne Koloss, der die Funktionen eines ganzen Stadtquartiers schlucken wird. Schöne Geschäfte, Boutiquen, Cafés, alles zusammengekippt unter ein Dach. Eigentlich eine langweilige Sache wie überall auf der Welt. Das ist ein Rezept für hohe Rendite, aber keines für guten Städtebau. Aber die Wirtschaft agiert nach dem Motto, wer zuerst kommt, malt zuerst. Ein Druck, den auch der blutjunge Stadtentwicklungsdezernent von Dresden, Ingolf Rosberg, sanft, aber tödlich nennt. Die Bank steht in den Startlöchern, will unbedingt bauen. Lange Zeit zum Überlegen haben Sie nicht mehr. Das ist ein bisschen die Tragik. Das Dresdner Stadtzentrum ist ja gerade gekennzeichnet durch viele weite und öde Flächen. Und die Dresdner Bank ist sicher der potenteste Bewerber an diesem Standort. Es gibt ja noch eine ganze Reihe und jeder will die öden Flächen so rasch wie möglich füllen. Aber ich muss auch von dieser Sicht aus sagen, dass natürlich sich mit dem Namen Dresden auch ein Qualitätsanspruch verbindet, den man unter allen Umständen halten muss, der also auch ein gewisses Spannungserwartungsverhältnis der Dresdner zu ihrer Stadt weckt. Und man kann einfach nicht 0815-Qualität wie in manch anderer altbundesdeutschen Stadt hier in Dresden einfach nur bauen, weil man eben bauen muss. Zumindest nicht im Stadtzentrum an den sensibelsten Stellen. Aber Sie wollen natürlich alle genau ins historische Zentrum, genau an die sensibelsten Stellen. Die Dresdner Bank, wie gesagt, neben die Kreuzkirche.
Die Bayerische Hypo und die Stadtsparkasse neben den Zwinger, die Commerzbank an den Pirnaischen Platz, die Deutsche Bank neben die neue Frauenkirche. Und sicher wird die Bank ihr Schärflein spenden für den Wiederaufbau. Wer wagt es, da noch Nein zu sagen? Der Fehler ist, all diese Aufkäufer und Kapitalanleger, die da Schlange stehen, sie setzen die Planung unter Zugzwang und unter Zeitdruck. Anstatt vorauszuplanen, muss sie reagieren, Kompromisse schließen, wo sie gar nicht dürfte. Um zu verhindern, dass der Stadt Dresden nach dem doppelten Gesichtsverlust durch Kriegszerstörung und durch den sozialistischen Aufbau eine dritte Zerstörung durch kapitalanlegenden Tatendrang ins Haus steht, bedarf es kreativer Köpfe mit starkem Rückgrat und verantwortungsvoller Kompetenz, die für eine Langzeitstrategie einstehen. Das sagen die berühmten Architekten aus dem Westen und fliegen wieder ab. Natürlich müsste den superpotenten Großinvestoren eine ungemein stolze und selbstbewusste Kommune gegenüberstehen, die weiß, was sie will und dies auch ganz klar definiert. Das tut sie aber nicht. Und wie soll die von westlichen Planern und Architektenverbänden immer wieder beschworene neue demokratische Planungskultur entstehen, wenn sich alle Beteiligten so geflissentlich bedeckt halten, um ihren Fisch sicher an Land zu ziehen, oft sogar an der Stadtverwaltung vorbei? Da kaufen sich gleich hinter der Semperoper und entlang der Elbe reiche Konzerne ein, um hier Hotels, Büros und Geschäftszentren zu errichten. Per Erbrechtsvertrag hat die Berliner Intertech-Gruppe der Stadt Dresden den riesigen denkmalgeschützten Jugendstilspeicher vor der Nase weggeschnappt, um hier ein Hotel zu bauen. Die Stadt wollte in dem Speicher moderne Kunst ausstellen. Und dahinter sollten Landesbibliothek und Philharmonie errichtet werden. Aber auch hier gibt's Konkurrenz von einer Elektronikfirma. Auch wer die köstliche alte Orient-Zigarettenfabrik im Kostüm einer Moschee erwerben will, weiß nur die Treuhand in Berlin. Und das ist die alte Orangerie der Herzogin Garten, gleich hinter dem Zwinger. Die Stadt hat das Gelände einem Investor versprochen, der seine private Kunstsammlung vorschob, um nebenbei auch ein Bürohaus zu errichten. Nur weil das sächsische Finanzministerium bemerkte, dass das Grundstück dem Lande Sachsen, nicht der Stadt, gehörte, kann vielleicht doch eines Tages der Garten wieder auferstehen. Zwischen neuen Wohngebieten am Rand der Altstadt liegt der sogenannte Große Garten, eine barocke Grünanlage, die höchst wichtig ist für das Klima der Stadt in ihrer windstillen Tallage. Am Eck liegt ein Ruinengrundstück, auf dem einmal ein königlicher Ausstellungspavillon stand. Hier will ein Münchner Investor ein Euro Trade Center errichten, 10-mal so groß wie der alte Bau und 7-geschossig. Warum stoppt niemand diese Planungen genau an den schönsten, sensibelsten Stellen? Würden wir heute in München noch zulassen, dass Konzerne in den englischen Garten hineinbauen? Lernt aus unseren Fehlern. Das ist das größte Kapital, das wir euch anbieten können. Was waren unsere städtebaulichen Todsünden der letzten 40 Jahre? Das Verbauen von Grünflächen in der Stadt, die Wohnhochhäuser, die autogerechte Stadt, der vergessene öffentliche Nahverkehr, die Märkte an den Stadträndern und der unglaubliche Flächenverbrauch. Aber in Dresden machen sie reihenweise unsere Fehler nach. Die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften am Stadtrand sehen ihre größte Chance im schnellen Landverkauf. So wird auch Dresden eingekreist von nagelneuen Gewerbeflächen in wahnwitzigen Dimensionen. Ein Heidelberger Investor erschließt soeben 140 Hektar schönste Landschaft. Ein Münchner Investor 40 Hektar direkt neben dem Naturschutzgebiet, trotz Protesten von Bürgern und der Stadt Dresden. Andere Giganten starten bereits mit Volldampf durch. Ein Pfälzer Baustoffmarkt beginnt soeben mit 12.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und 800 Parkplätzen mitten auf einem guten Acker,
Spezialfirmen aus dem Westen haben fast ausschließlich an dem Neubau verdient. Für die Dresdner blieb das Grobe. Die Firma weiß sehr gut, was für ein Fisch hier da ins Netz gegangen ist. Es ist ihre 30. Filiale. Sonst baut sie 300 Parkplätze, diesmal 800. Sie übernimmt den Bau der Anschlussstraße und die Verlegung der öffentlichen Straße. Sie bezahlt sogar den Neubau eines Tierheims, das sie verdrängt hat. Das muss sich tragen, das muss sich rechnen, sagt der Filialleiter. Und es wird sich rechnen. Man rechnet mit 7000 zahlenden Kunden täglich. Die bonbonfarbenen, grellen Blechcontainer unserer Centerkultur halten Einzug in Sachsen. Und unsere Alu- und Plastikbauwelt hält Einzug in den Siedlungen, die bis zum heutigen Tag noch fast unverletzt, fast unversaut dastehen. Wie zum Beispiel die berühmte Arbeitersiedlung Hellerau am Rand von Dresden. Eine der Großtaten der deutschen Architektur, die erste Gartenstadt nach englischem Vorbild in Deutschland, vom berühmten Münchner Jugendstilarchitekten Richard Riemerschmidt geplant. Eine Demonstration für gutes Bauen im Grünen, das sich auch einfache Bürger der unteren Schichten leisten konnten. Die Idee der Genossenschaft wurde hier durchgezogen, die jede Grundstücksspekulation verhindern sollte. Damals ein Vorbild, heute noch viel mehr. So hat unser Jahrhundert begonnen, nicht mit Utopien, sondern mit Taten. Hellerau ist nicht spektakulär, aber es hat genau die Qualität, die Struktur von Wohnen, von Arbeiten und von Geschäften, von Straße und von Gärten, die ein Vorbild sein könnte für eine behutsame Reparatur, für ein neues Bauen in Dresden. Nun geht es auch hier los mit Beschädigungen. Auf den Reserveflächen am Rand der Gartenstadt soll ein Opel-Auslieferungslager entstehen. In der Siedlung soll neu gebaut werden. Viele pfuschen an ihrem Haus herum. Wie dieser hier, der die Bäume in seinem Garten umgeholzt hat, um einen Gebrauchtwagenmarkt zu eröffnen und sein Haus bis zur Unkenntlichkeit modernisiert hat mit Plastikfenstern und Fertighaustüren und einer fremden Holzverschalung. Der Charakter der geschlossenen Siedlung ist hier total zerstört. Aber der Denkmalschutz ist machtlos und eine Bürgerinitiative hat kaum einen Fuß in der Tür. Jetzt versucht dankenswerterweise die bayerische oberste Baubehörde mit einem Münchner Architekten beim Formulieren einer Satzung zu helfen, die das einzigartige Ensemble retten soll. Widerstand, Kritik, Bürgerinitiativen, das alles ist Neuland in Dresden. Auch das ein Beginn bei Null. Neue demokratische Planungskultur, ein Ringen um Qualität vor aller Augen, getragen von der ganzen Bürgerschaft, mehr noch von allen Engagierten im Lande. Ist das nur unsere eigene Utopie, unser Wunschdenken in den alten Bundesländern, das wir selbst so selten eingelöst haben in den letzten 40 Jahren? Ein Schild wie dieses haben wir bei uns nur selten gesehen, in Dresden nur ein einziges Mal. Das Einkaufscenter wurde nicht genehmigt, weil zufällig Planungsbeamte, die in der Nachbarschaft wohnen, den unmöglichen Zustand erkannt haben. Mitten in schönster Landschaft und ohne jede adäquate Erschließung und Entsorgung. Dresden hat heute die einmalige Chance, 40 Jahre eingesparte Umlandzerstörung zu bewahren und sich heute freiwillig auf das Stadtgebiet von 1920 zu beschränken. Städte prägen sich durch ihre Blicke ein. Was für Wien der Blick vom Belvedergarten ist und für Rom der Blick vom Pinschow, das ist für Dresden der Blick vom Waldschlösschen aus. Alle großen Dresdenmaler haben hier gesessen seit 200 Jahren, alle berühmten Stadtfotografen. Von nirgends sonst her erlebt man die Stadt am Fluss so dicht
so intensiv. All die berühmten Blicke haben frühere Stadtarchitekten durch besonders schöne Bauwerke geschmückt, um die Bedeutung dieser Orte hervorzuheben. Belvedere. Heute ist die Aussichtsterrasse vom Waldschlösschen-Tempel demoliert und verwahrlost. Kein gutes Zeichen für die Wertschätzung, die dieser kostbare Punkt bei der Stadtverwaltung hat. Und wirklich, ausgerechnet an dieser Stelle wollen die Verkehrsplaner von Dresden eine sechsspurige Straßenbrücke errichten, mit einem schornsteinhohen Pylon und monströsen Autobahnkleeblättern, mit großspurigen Unter- und Überführungen, die die Brücke von allen Seiten erschließen sollen. Dresden ist bereits eine von Gigantomanie der Verkehrsplaner bestrafte und vermurkste Stadt. Aber die alte Reißbrettgarde träumt immer noch von der autogerechten Stadt und drei Ringschnellstraßen und vom vierspurigen Ausbau am Elbufer. Wir dachten, dieser Kelch sei an Dresden für alle Zeiten vorübergegangen. Aber auch aus Bonn vom Verkehrsministerium kommen Horrorvisionen einer nagelneuen Autobahntrasse nach Prag, ausgerechnet mitten hinein ins Elbetal und quer durch die südlichen Stadtteile von Dresden. Wer Straßen sät, wird Verkehr ernten. Die geplante Waldschlösschenbrücke hier ist nichts anderes als die kürzeste Verbindung der beiden internationalen Autobahnen. Sie holen sich also in Dresden zum innerstädtischen Verkehr noch die Lkw-Karawanen und die Urlaubsströme von Skandinavien, Hamburg, Berlin, hinunter nach Prag und Wien, nach Budapest, Athen und Istanbul. Das Chaos ist perfekt. Und das in einem windgeschützten, warmen Flusstal, in dem es nur geringsten Luftaustausch gibt. Einen klassischen Blick von abendländischem Rang wie den am Waldschlösschen Belvedere zu töten, das ist das eine. Barbarei, reine Kulturbarbarei. Der Rest aber ist glatte Fehlplanung für Generationen. 1991 durch nichts mehr zu entschuldigen, ein ökologisches Attentat auf den Lebensraum Dresden. Hinter dem Belvedere steht Dresdens altehrwürdige Waldschlösschenbrauerei mit nobelsten klassizistischen Gebäuden und dem schönsten Biergarten Dresdens. Das alles hat die Treuhand in Berlin ausgerechnet dem Coca-Cola-Konzern zugedacht. Der fing hier sofort mit der Planung einer riesigen zentralen Flaschenabfüllanlage an. Das heißt also täglich Hunderte von an- und abliefernden LKWs und das an einer der nobelsten Stellen der Stadt. Erst als die Motorsägen im Biergarten aufjaulten, liefen Bürger und Fachbehörden Sturm. Naturschutz und Denkmalschutz machten so hohe Auflagen, dass die Amerikaner geschockt aufgaben. Sie sind an eine andere Ecke Dresdens gezogen. Einmal hatte es geklappt, Korrektur einer Fehlplanung. Jetzt geht das Treuhandroulette weiter, Bürohaus oder Hotel oder Einkaufszentrum. Was wäre das für ein schönes Kinderkrankenhaus oder eine Augenklinik? Aber die Stadt ist arm wie eine Kirchenmaus. Sie muss ohnmächtig zusehen, wie die schönsten Stücke Dresdens in Berlin versteigert werden. Stadtplanung? Das Thema erledigt im Moment vor allem das Heer der Makler und ihre Sendboten. Jeder makelt in Dresden. Der ehemalige Bürgermeister, die gekündigten alten Seilschaften oder Seilschaften, die noch auf ihren alten Stühlen sitzen, Ingenieure ohne Beschäftigung, Architekten ohne Aufträge, die ganze Baubranche, die allein sich auskennt im Labyrinth der Eigentumsverhältnisse. Samstags vor allem rollen die Luxuslimousinen mit den westlichen Nummern durch die hinreißenden Villenviertel Dresdens. Management von Banken, Versicherungen, Computer- und Maschinenfirmen. Der Immobilienmarkt ist eher schwarz als grau, reiner Spekulationsmarkt. Es gibt keinen Verkehrswert, kein Bodenordnungsrecht. Es gibt nur Sein und Haben wollen. Gewaltwirtschaft, früher Kolonialismus, den Finger drauf, das nehmen wir. Was soll, was wird, was kann aus Dresden unter diesen Umständen werden? Identität einer wunderbaren Stadt? Wer den Rang und die Haltung des alten Dresden erspüren will,
Der muss an der Elbe hinauswandern in die Außenquartiere. Denn die Bomben haben Dresden nur in der Mitte ausgestanzt, aber ringsherum steht Stadtbaukunst von allerhöchster Qualität. Villen, Straßen, Gärten, Alleen, Quartiere von einem ungeheuren Charme und in einer Perfektion bis ins Detail erhalten, dass das Wort vom Gesamtkunstwerk Dresden sehr angemessen ist. Wir haben nichts dergleichen mehr im Westen vorzuweisen. Wenn je sich eine Stadt mit Dresden messen konnte, dann haben wir sie mittlerweile mit unserem Geld zerstört. Und nun kommt dieses große Geld des Westens über diese Stadt. Kein Wessi will in DDR-Großplattencontainern wohnen. Sie wollen alle hier in den alten Villen ihr Zelt aufschlagen. Der Markt ist eng. Kernfrage, wem gehört das Haus denn eigentlich? Die Stadtverwaltung soll mit 13 Mann die Eigentumsverhältnisse von 35.000 Grundstücken klären. Verwaltungsakt für Verwaltungsakt, das wird 7 bis 10 Jahre dauern, schätzt man. Wer also jetzt zugreift, der spielt Roulette. Ein Beispiel. Ein Händler kauft in Dresden eine Villa für 700.000 Mark und bietet sie kurz darauf einer Münchner Versicherung für 3,2 Millionen an, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne auch nur einen Handgriff am Haus getan zu haben. Die Preise liegen hier höher als in westdeutschen Großstädten. Die Dresdner Stadtplanung fragt soeben ratlos in einem Städtebausymposion: Wer kann denn da noch wirklich planen? Wie kann man da Wohnen in der Stadt noch sichern? Kleines Gewerbe, kleine Läden, Freiberufler. Wer sichert die Nutzungen, die wir planen wollen und die wir haben wollen? Wer sichert Freiräume? Wer sichert das Grün in der Stadt? Wer schützt die alten Dresdner, die hier noch wohnen wollen? Und wer schützt das noch intakte alte Dresden? Wer vermittelt unter diesen Umständen denkmalgerechte, behutsame Stadtreparatur? Wer überwacht, was da tagtäglich geschieht? Holländische Antiquitätenhaie kaufen LKW-weise alte Haustüren auf und Jugendstilfenster, Treppenbaluster, Einfahrtsgitter. Und die Denkmalämter sind hoffnungslos unterbesetzt. 37 Mann sollen ganz Sachsen kontrollieren. Die besten Fachrestauratoren wandern ab in den Westen. Ein Denkmalschutzgesetz wird eben erst mühsam in den Ministerien formuliert und die neu gewonnene Freiheit kennt kaum noch Rücksicht auf die Interessen des Gemeinwohls. Das Ganze heißt, es steht unter Denkmalschutz und trotzdem kümmert sich niemand darum. Das ist ja das größte Problem eigentlich in der Stadt. Mir ist nicht bange, rechtlich oder planungsrechtlich die Dinge zu klären. Mir ist auch nicht bange vor dem vielleicht möglichen Verlust an Zeit. Mir ist aber vor allem bange davor, dass ich dieses Recht nicht umsetzen kann, weil in den neuen Bundesländern vor allem Faustrecht zurzeit zählt. Und das ist eigentlich die schlimmere Situation, die man kennen kann. Wir haben keinen Rechtsstaat. Man kann es vielleicht auf diesen Punkt bringen, der in den derzeitigen Verhältnissen durchsetzbar wäre. Eine Situation, die der Stadt mehr Schaden zufügen kann, als es vielleicht im Anfangspunkt, im Ansatz geäußert, das eine oder andere Hochhaus an der falschen Stelle sein könnte. Tja, aber es könnte sein, dass das, was Sie 40 Jahre lang unter schlimmsten Umständen und Bedingungen halten konnten, dass Ihnen das jetzt entgleitet. Wir von unserer Seite aus, dem Anspruch haben wir uns gestellt seit Mitte folgenden Jahres, wollen alles Erdenkliche tun, damit uns das nicht entgleitet. Ob könnten das schaffen, Sie nicht? Wird man dann wahrscheinlich erst in 10 Jahren abrechnen können. Mhm. Aber ja, es bedeutet tagtäglichen Kampf auch um das Detail. Aber könnten Sie nicht eine kleine Gegenstrategie einfach Tabuzonen entwickeln? Also Landschaftsteile, die nicht bebaut werden dürfen, ganz klar festlegen. Straßenensembles, die nicht angetastet werden dürfen. Diese Tabuzonen, wie Sie es nennen, die Bereiche, wo man ganz eindeutig auch investiv außerordentlich sensibel vorgehen sollte, sind in wesentlichen Punkten von der Stadtentwicklung her klar. Die wären im Stadtplanungsamt relativ rasch reproduzierbar und abrufbar. Das Problem ist tatsächlich, wie setze ich diese Tabuzonen durch?
wenn es schon schwer fällt, den normalen rechtlichen Weg durchzusetzen. Ich meine, in vielen altbundesdeutschen Großstädten ist das Bewusstsein, einfach so sensibel vorgehen zu müssen, doch auch über Jahre gewachsen, indem sich zum Beispiel Bürgerinitiativen, engagierte Einzelpersonen oder Denkmalpfleger so lange Krach geschlagen haben, bis sich der ein oder andere private Investor das heute schon gar nicht mehr trauen würde, bestimmte Dinge überhaupt zu einer Genehmigung vorzulegen, geschweige denn auf eigene Faust zu handeln. Das ist doch auch über Jahre gewachsen, das ist doch hier nicht vorhanden in diesem Land. Da ist doch schon das Bewusstsein, einfach rechtsstaatlich sich verhalten zu wollen und rechtsstaatlich vorgehen zu müssen. Schon dieses Bewusstsein ist doch kaum oder nur ganz wenig vorhanden. Wenn man an eine bestimmte Sorte von Bauherren denkt, dann erst recht nicht. Dresden, der ungeheure Rang, den diese Stadt einnimmt, noch heute unter allen Städten Europas, der wird vor allem bestimmt durch die Landschaft des Elbtals mit ihren weichen Talrändern, in die die Stadt und der Fluss so zauberhaft eingebettet sind. So dreckig die schwarze Brühe der kaputten Elbe fließt, so unberührt erscheint der größte Teil dieser Hänge, der alten Weinberge, der Parks, der Wälle und der Uferpromenaden. Das kommt nicht von ungefähr. Schon in den 20er Jahren hat der sächsische Heimatschutz erfolgreich durchgesetzt, dass das Elbtal von Pirna bis hinaus nach Meißen als kulturelles Landschaftsdenkmal unter strengsten Schutz gestellt wurde. Auch 40 Jahre DDR-Regime hat diese Landschaft einigermaßen überstanden. Die ersten Katastrophen bahnen sich erst eben jetzt an. Dabei hat niemand intakte, ablesbare Geschichte nötiger als das vereinigte junge Deutschland, das so wenig voneinander weiß. In Dresden gibt es einzigartige Kulturdenkmale zu entdecken, wie etwa das barocke Sommerschlösschen des Juweliers und Goldschmieds August des Starken, des Johann Melchior Dinglinger aus Biberach an der Riß. Die Schatzkammer des grünen Gewölbes ist übervoll mit seinen funkelnden Prunktischen und Triumphpforten mit Orden, Degenknäufen, Hutagraffen und goldenen Geschirren, die er für seinen luxuriösen Auftraggeber geschaffen hat, der nach Geschmeide süchtig war. Vielleicht sind die kuriosen Ideen zu vieler seiner orientalischen Figurengruppen mit den märchenhaften Hochzeitszügen von Kalifen und Sereidamen, von Sklaven und Kameltreibern hier oben in der heiteren Laune des Weinbergs entstanden, wo es kühle Pavillons gibt und Figurenbronnen und schattige Terrassen für große Tafeln und Gelage im Freien. Gesellschaftsleben von barocken Hofkünstlern, die sich durch die Laune ihres unersättlichen Fürsten ein Vermögen verdient hatten, sodass es zu diesem riesigen Grundstück und zu einem veritablen Schlösschen reichte. Sogar ein ungeheures Kuriosum von schwäbischer Feinmechaniker-Tüftelei und früher exakter Naturbeobachtung ist erhalten. Der verrückte Windmesser, der an der Decke des Salettels die Windrichtung angibt und das Wetter der nächsten Tage prophezeit. Auch um dieses Haus steht es nicht gut. Es streitet hier eine westdeutsche Erbengemeinschaft, die leider das ganze Grundstück teilen und neu bebauen will. Seit Jahren wohnt hier der große alte Mann der sächsischen Denkmalpflege, Professor Hans Nadler. Fast alles, was in Sachsen noch steht an großen Kunstdenkmälern, ist seinem strategischen Geschick zu danken. Denkmalpflege ist ja kein nationales Anliegen. Denkmalpflege ist heute ein internationaler Maßstab gesetzt und ich weiß auch, dass in den alten Bundesländern ja auch sehr strenge Maßstäbe jetzt angelegt werden. Nachdem wir sehr viel kaputt gemacht haben, sehr viel falsch gemacht haben. Wir haben das ja verfolgt, nicht wahr, wie in Nürnberg, nicht wahr, die Auseinandersetzung um das Kornhaus, wo damals ging und viele andere Beispiele. Mhm. Und es sind ja auch viele Beispiele da, wo eben Altstadtsituationen zerstört worden sind. Und die kann man ja dann nur als warnende Beispiele anführen. Aber jedes Kaufhaus möchte hinein an die Fußgängerzone? Ja, aber es wird uns auch immer wieder gesagt, wir sollen die Fehler nicht machen, die den Altländern in den 50er Jahren zustande gekommen sind. Nicht wahr? Also,
Aber es gibt in Sachsen zum Beispiel noch keine öffentliche Meinung, keine Bürgerinitiative, keine Öffentlichkeit für diese Dinge. Ja, die wird aber bestimmt kommen, denn der Entwurf auch für das neue Denkmalpflegegesetz ist in der Diskussion. Ich weiß, es ist formuliert, es ist in der Beratung und Sie haben recht, man muss diese Diskussion vielleicht noch mehr in die Öffentlichkeit bringen, um das Anliegen in der Öffentlichkeit vorzustellen. Wir haben in Sachsen ja doch eine verhältnismäßig gute Tradition auf dem Gebiet der Denkmalpflege und auch des Heimatschutzes. Der Heimatschutz ist ja in Sachsen sehr stark gewesen, bis 1948, bis er aufgelöst wurde. Und er ist so stark, dass er doch über die 40 Jahre lebendig geblieben ist. Er ist jetzt neu begründet worden. In den 40 Jahren hat die Denkmalpflege sehr viel von den Aufgaben des Heimatschutzes mit wahrgenommen. Und so ist eigentlich bei uns das Anliegen der Stadtbildpflege auch, was ja ein großes Anliegen des Heimatschutzes war, auch verhältnismäßig lebendig geblieben und als echte Aufgabe in der Öffentlichkeit bekannt. Aber glauben Sie nicht, dass jetzt ein Druck kommt, der noch nie da war? Ja, aber wir haben verschiedene Drücke schon erlebt und wir werden auch damit hoffentlich einigermaßen zurande kommen. Danke. Das Gesamtkunstwerk Dresden. Die wunderbare Stadt von Erich Kästner. Ein sehr besonderer Ort. In den anderthalb Jahren seit Öffnung der Mauer hat die Stadt unendlich viele Freunde gewonnen, engagierte Liebhaber sogar, die es gut mit ihr meinen. Wir alle spüren, diese Stadt hätte das Zeug, sich in der neuen Bundesrepublik an die Spitze zu schieben, als eine Stadt der Künste und der Baukultur, der Garten- und der Landschaftskultur, der Wohnkultur und einer ganz neuen ökologischen Kultur. Wir könnten am Ende des 20. Jahrhunderts noch einmal zeigen, dass wir gelernt haben aus unseren Fehlern, dass wir in der Lage sind, die gute, schöne Stadt zu bauen, von der wir seit Jahrzehnten träumen, sprechen, zeichnen, lehren. Dresden ist unsere größte Chance und die Stadt wäre es wert, das zu wagen.